Ja, hallo Filmfreunde. Ich weiß, von mir gab es eine Zeit lang nichts zu hören. Ich hatte keine Zeit, ein Video zu drehen. Das Video wird jetzt ein bisschen länger. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mir so vor langem gekauft habe. Ich habe die auch alle schon gesehen. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Und für alle Nörgler, da gab es jemand, der meinte, er müsste nörgeln, von wegen, ich hätte eine scheiß Stimme und bla bla bla. Einfach weiter gucken. Ich kann nichts für meine Stimme. Ich habe die so bekommen. Wem es nicht passt, der kann weiterklicken. Der muss sich ja meine Videos nicht angucken. Okay? Ganz einfach. So. Also, ihr seht schon den ersten. Das ist die große Flut. Ja, das ist ein Film unter einem anderen Titel. Der halt heißt normalerweise auch anders. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere Name ist, aber das ist wieder so ein Film, dem sie einfach einen anderen Titel gegeben haben. Den habe ich auch schon und also gut ist was anderes. So, dann haben wir hier True or Dare im Mediabook. Den hatte ich von der Börse gehabt. Ich muss sagen, der hat mir eigentlich relativ gut gefallen. So am Anfang war er halt ein bisschen langweilig, aber so gegen Ende hin. Ich blätter mal so ein bisschen durch. So gegen Ende hin war eigentlich ganz gut. Konnte man gucken. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Gibt schlechtere Filme, sagen wir es mal so. Jo, einfach mal so auf die Schnelle. So, das war der Tour, der. Dann habe ich als nächstes Tag. Auch im Mediabook. Aber zu dem Film muss ich sagen, der hat mich richtig enttäuscht. Der hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich habe den gegen Ende hin überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen Film einfach nicht verstanden. Keine Ahnung wieso. Aber also den brauche ich nicht nochmal, ganz ehrlich. Also ich fand ihn langweilig. Check. So, dann habe ich als nächstes Rabbits. Naja, gut. Sind Killerkaninchen. Da sage ich nicht viel dazu. Also, den braucht man auch nicht unbedingt. Dann habe ich Found. Von dem war ich ehrlich gesagt auch enttäuscht. Ich habe mir ihn viel besser vorgestellt. Nee. Also, der Film war auch nix. Den hätte ich mir auch schenken können. Dann habe ich Sharknado 4. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Wer die anderen Teile kennt, der weiß, Trash pur. Einfach am besten selbst ein Bild machen. Dann die Aushilfe. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon länger her, wo ich den geguckt habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der war. Ich weiß es jetzt nicht, oder? Nobel Restaurant. Ach doch, das war der. Ja, doch, der war nicht immer schlecht, ja. Den fand ich auch ganz gut. Also den kann man auch mal gucken. Auch so ein kleiner Geheimtipp. Der ist nicht schlecht. Die Aushilfe. So, dann haben wir der Fan. Das war ein Geschenk, wo ich auf einer Börse war. Die ersten 100 Besucher, die haben den Film geschenkt bekommen. Was da jetzt an dem Film Uncut sein soll, keine Ahnung. Da gab es nicht groß was zu sehen. Der war eigentlich auch langweilig. Naja, gut, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, ne? So, weiter geht's. Flowers, gut, den habe ich jetzt noch nicht geguckt. Der ist noch eingepackt, keine Ahnung. Muss ich mir demnächst auch nochmal angucken. Keine Ahnung, ob der was taugt. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. So, als nächstes, den habe ich auch noch nicht gesehen. Tor, was? Tokugawa, Joy of Tortur 2. Keine Ahnung, ich kenne nicht mal den ersten Teil. Klang irgendwie gut. Und deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Ob der was taugt, keine Ahnung. So, nächste ist All Night Long 2. Naja, gut. Den brauchen wir auch nicht unbedingt. Da sind noch so ein paar Postkarten drin. Naja.
Jeder hat einen anderen Geschmack in dem Film irgendwie. Ich habe irgendwie was vermisst. Also, er war irgendwie langweilig. Ist nicht viel passiert. Ich fand ihn langweilig. Dann The Mutilated. Den habe ich auch mal gesehen. Hat auch noch zu. Ich kenne ihn jetzt nicht. Keine Ahnung. Kann dazu nichts sagen. Da lasse ich mich auch mal überraschen. So, nächste ist Black Mountainside, das Ding aus dem Eis. Naja, gut, das ist so wie die Art von The Thing. Oder das Ding. Ungefähr so ist es ausgemacht, aber der kann mit dem anderen überhaupt nicht mithalten. Ich meine, man kann ihn mal gucken, aber das war's. So, dann geht's weiter mit The Chosen. Bei dem Film bin ich eingeschlafen, der war so langweilig, dass ich dabei eingepennt bin. Ich bin dann irgendwann mitten im Film wieder wach geworden und fand ihn auch nicht wirklich interessant. Also, wer einen Film zum Einschlafen braucht, der ist am besten dafür geeignet. Dann haben wir The Resort, Willkommen auf Dead Island. Der war ganz cool, der war auch lustig irgendwie. Also ich hab gelacht. Ja, also nicht schlecht. Den kann man sich auch gerne mal angucken, wenn man gerade nichts zu tun hat. Also der macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Der hat mir gefallen. So, weiter geht's mit Puppet Master. Der kam ja jetzt angeblich uncut raus, aber ich muss sagen, ich war auch enttäuscht. Viele werden jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, dass ich enttäuscht war, aber ich fand ihn langweilig. Tut mir leid, Leute. Ich habe einen anderen Geschmack. Ich weiß, ich habe einen Scheißgeschmack. Aber ich fand den langweilig. So, dann haben wir hier The Hatching. Die Natur beißt zurück. Da geht es um so ein Killerkrokodil. Bin ich auch bei eingeschlafen. Also, wenn ich bei einem Film einschlafe, sagt das schon alles. The Hatching. So, haben wir als nächstes Blackburn. Der war genial. Das ist auch ein Geheimtipp. Der kam ja auch erst raus. Der war echt genial. Muss ich schon sagen. Also, ich habe schon lange keinen so guten Film mehr gesehen. Also, mich hat er richtig, richtig gefesselt. Also, ich war hier richtig hin und weg. Der hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Also, der ist echt genial. Der Film war wirklich super. So, dann haben wir hier. Oh, ich muss mal gucken hier. Geht's weiter? Abattoir, den gucke ich mir jetzt gleich an, deswegen ist er schon ausgepackt, weil ich komme gerade von der Arbeit. Mal gucken. Kann ich jetzt nichts zu sagen, wie gesagt. Den werde ich mir jetzt anschauen. Oh, Entschuldigung, das ist alles ein bisschen durcheinander hier. Die habe ich mir gestern gekauft. Submerged, gefangen in der Tiefe. Keine Ahnung, klang gut, deswegen habe ich den mal mitgenommen. Werde ich mir auch die nächsten Tage mal anschauen und mich mal überraschen lassen. So, weiter geht's. Ach, ihr seht schon, es wird ein bisschen länger. Gefangene der Kälte klang auch irgendwie gut. Der kam auch letzte Woche raus. Und ja, da lasse ich mich auch mal überraschen. Kann ich auch nichts zu sagen, habe ihn noch nicht gesehen. Dann haben wir Iron Werewolf. Jo, irgendein Werewolf für eine Werewolf-Maschine. Das Bild hat mir irgendwie gefallen und klang auch nicht schlecht. Ja. Mal schauen, was das ist. So, dann habe ich mir den noch mitgenommen. Der kam ja auch raus. Cabin Fever, The New Outbreak. Keine Ahnung, ob der was taugt. Auf den bin ich mal ganz gespannt. Also, da freue ich mich schon richtig drauf, den zu schauen. Bin ich wirklich mal gespannt, wie der ist. So, Cabin Fever. So, Moment, ich muss mal hier ein bisschen umräumen. So, jetzt geht's weiter. Dann ich sehe. Muss ich auch sagen, der war nicht schlecht. Also der war auch richtig gut. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, ich sehe. So, weiter geht's. 69 Tage Hoffnung. Das ist so ein Katastrophenfilm, wo so Bergleute verschüttet sind. Das beruht auf einer wahren Geschichte. Also das ist wirklich passiert. Ja, der war auch ganz gut. Ich meine, mit dem Film Das Wunder von Längende, da kann er nicht mithalten. Aber er ist auch ganz gut gewesen und ja.
Kann man sich ruhig mal anschauen. Dann geht's weiter mit den Woking 2. Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, kann sein, dass ich euch die Filme vielleicht schon gezeigt habe, die ich euch jetzt zeige. Ich habe keinen Durchblick mehr, wo ich stehen geblieben bin, was ich euch schon gezeigt habe und was nicht. Da sage ich auch nichts dazu. Also, braucht man nicht unbedingt. So, weiter geht's. Dann haben wir hier The Haunting of Emily. Ich glaube, den habe ich euch schon gezeigt. Weiß ich jetzt gar nicht. Auch schon mal auf die Schnelle. Dann haben wir hier Darkest Tower in 3D. Naja, gut. Klingt besser, als er eigentlich ist. Dann Dark Touch. Den fand ich auch nicht so toll, also. Nee. Gibt bessere. Some Kind of Hate, vom Hass erfüllt. Den fand ich so mittelmäßig, also nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja, so Mittelmaß, würde ich sagen. Oh, ich muss mal... Ja, hier sind voll die Katzenhaare überall. Nicht wundern, das sind nur Katzenhaare. Darkest Day. Naja. War auch nicht der Burner. Muss ich mir auch nicht nochmal angucken. So, dann haben wir als nächstes Rache, Bound to Vengeance. Ja, dann wollten sie sich an wahrscheinlich von dem Film I Spit on Your Grave da so ein paar Dinge hole und es ungefähr so ähnlich machen, aber der kommt da nicht dran. Ja, es passiert mir für einfach zu wenig. Der kommt nicht an den I Spit ran und passiert einfach viel zu wenig in dem Film. Für meine Verhältnisse. Dann Visions. Ist auch schon länger her, wo ich die gesehen habe. Wie gesagt, die liegen jetzt hier schon länger herum. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Es ist schon länger her. Ich komme in letzter Zeit nicht so dazu, Filme zu gucken. Dann Hollow Creek. Naja. Das Bild hier mit der Frau hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Diese Szene kommt in dem Film überhaupt nicht drin vor. Aber so fand ich den Film nicht schlecht. Also ich fand ihn eigentlich ganz gut. Nur dieses Cover hier ist überhaupt nicht richtig, das ist total fehl am Platz, weil dieses Bild kommt so in dem Film nicht vor. Und dieses Bild ist von dem Film Untold, das hat ungefähr den... Untold heißt der, glaube ich. Keine Ahnung, es gibt nochmal einen Film, wo so eine Frau vorm Spiegel steht und da haben sie das wohl abgeguckt. So, dann haben wir jetzt Paranormal Investigations 10. Naja, 10. Teil... Je weiter die Reihe geht, desto langweiliger wird sie irgendwie. Und dann haben wir hier Bruise. Bin ich auch eingeschlafen bei. Das sagt schon alles. All Girls Weekend. Auch ein Schrottfilm. Spart euch das Geld, das braucht ihr euch nicht kaufen. Der war genauso Müll. So. Dann haben wir hier The Burning Curse. Also da muss ich sagen, das war mal was anderes. Ein Monster bestehend aus Ästen, Feuer und Knochen, das die Leute umbringt. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das war mal was ganz Neues. Und ich muss sagen, der Film hat mich begeistert. Der hätte ruhig auch noch ein bisschen länger gehen können. Also der Film war wirklich richtig klasse. Allein dieses Baummonster, wie das aussieht, ja, das ist schon Wahnsinn. Dieses Vieh hier, genial. Also ich muss schon sagen, den könnt ihr euch gerne mal kaufen, den müsst ihr euch mal anschauen. Also ich war wirklich hellauf begeistert von dem Film. Ich fand den richtig toll. So, das schwarze Labyrinth, weiß ich jetzt auch nicht mehr, auch schon ein bisschen länger her, wo ich den geguckt habe. Keine Ahnung, aber ich glaube, der war auch nicht so gut. Naja. So. Da haben wir jetzt Excess Flash. Jetzt ist das Licht ausgegangen, weil mein Akku gleich leer ist. Also ich hoffe die drei Filme noch. Absoluter Rotzfilm. Nicht zu empfehlen. Scheißdreck. So, dann haben wir hier Paranormal Transmission. Botschaft aus der Hölle.
Auch absoluter Rotz. Kauf mir nur Rotzfilme. Ich weiß, braucht ihr mir nicht sagen. The Witch, ich muss sagen, von dem war ich auch enttäuscht. Ja, werden viele nicht verstehen, aber ich war enttäuscht. So, das war's dann auch. Wie gesagt, war ein etwas längeres Update. Jo, mich gibt's noch. Ich habe mich halt etwas zurückgezogen in der letzten Zeit. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und man hört sich bald wieder. Bis denn, ciao, ciao.